Ja, hey, willkommen, mein Name ist NeroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Aska, den Herrn des Lichtes, oder den Elementargeist des Lichts, oder den großen Geist des Lichts, vernichtet. Hat nur so 10 Minuten gedauert und war überhaupt nicht schwer, und ja. Meine Leute sind ja ein bisschen im Eimer. Einen Kampf können wir ruhig machen, und mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht Lebensmittel holen für Elementarerz und so. Weil Erfahrung gibt's ja noch nicht. Okay, und schon ist wieder unser ganzes Geld weg. Wäre doch gerade ein, ich hätte lieber irgendeins von diesen Dingen ja einsetzen sollen. Aber naja. Ihr wisst, wo meine Prioritäten sind. Ach ja, ich muss so ein Ding hier benutzen. Trigger vor Bahnhof. Elise und Ron sind übrigens immer noch da geblieben, weil sie Gilland bestatten wollten, weil er irgendwie tot ist. Von Aska irgendwie zerfleischt wurde oder was weiß ich. Und ja. A journalist can't put faith in rumors and hearsay. But yeah, let's hope it is. Ja, das ist übrigens auch passiert. Jude und Usal High Road lies just beyond Helioborg. Yeah. I just hope that info we got is reliable. Ja. Jude und Leia haben übrigens eine Person gesehen, die ein bisschen auf der Beschreibung von einer gewissen anderen Person hier zutrifft, deren Name aber noch nicht irgendwie erwähnt wird, warum auch immer. Und ja, deswegen gehen wir mal jetzt zur... Oh, die Katze ist zurückgekehrt. Gehen wir zur Torbalanhöhenstraße, um nachzugucken, was da überhaupt los ist. So. Nein, hier. 300, mein Gott, mein Geld. Hatte ich übrigens von hier aus auch Geld spenden? Ich weiß ja, Spenden zurückzahlen. Nova? Hey, hey, hey! It's payday! Well, for the bank anyway. Ma. Freut mich überall. Okay, wir sind wieder einsatzbereit. Einen Kampf können wir ruhig mal machen. Falls wir... Okay, ich denke mal, wir müssen sowieso einige Kämpfe machen. Aber naja. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich bin hier richtig. Sehr schön. So. Ich hätte gedacht, dass ich hier irgendwie absichtlich gegen die Wände oder so renne, oder dass ich irgendwie nicht spielen kann oder so, aber deswegen im Rennen und so. Jedenfalls in den Splitterdimensionsversionen von Orten, in denen du in der Hauptdimension breit warst, kannst du neue Schätze finden. Du kannst auf dem Weg an dein Ziel durch diese Ort flitzen oder die Zeit lassen und unterwegs Objekte einsammeln. Denk aber dann, dass in den Splitterdimensionen keine Katzen zu finden sind. Wie schade. Oh, nö. Apropos Katze. Orange, sehr schön. So, hier haben wir noch gar nichts im Mila-Schrein. Ah, so können wir doch bestimmt Katzen finden, ne? So, jetzt kann ich hier wieder alles durchforsten, nehme ich an, ne? In Sachen Schätze und Gegenstände und so. Halt, mitnehmen. Bah. Könnt ihr tragen. So, wir jetzt mit unseren neuen Waffen. Ja, vielleicht hätten früher gebrauchen können. Aber naja. Was zum... Habt ihr schon immer so viel ausgehalten? Okay, das hat's gemacht. Ihr seid auch hochgelevelt. Kann das sein? Ja. So, komm her. Nein, meine Items schon wieder. Habt ihr die beiden fertig gemacht? Nein. Oder ein, was weiß ich. Warum tut ihr euch entbinden? Was soll das eigentlich? Entbinden. So. Also am Level up, so muss das sein. Okay, alle Level 25, sehr schön. So, es kommt mal bloß, dass ich hier durchrenne und alles mögliche platt haue. Ich bin nur wegen den Schätzen hier. Ma. Gibt auch noch Titel für Beutegegenstände und so was alles, glaube ich. Also, warum nicht? Elementerz wäre auch nicht schlecht. Und du siehst irgendwie... Okay, du bist doch nicht. Sah irgendwie so aus, als wäre ein Lead-Monster oder so, weil
vom Nahen irgendwie voll groß aussah. Ich habe, wer hätte das gedacht, Gegenstände vom Nahen sind größer. Puddingkuchen, boah, habe ich schon. Oh, hier ist Elementerz. Eine Art verbessert eine Fertigkeit erlernen. Sehr schön, was für eine. Abwehrarz, okay. Die konnten wir schon sehr lange lernen. Was ist das denn überhaupt? Bei gedrückter gehaltener Taste verlängert sich die Dauer von Zufluchtsstätte. Berühmt ausgerüsteten zu. Okay, keine Ahnung. Ich gebe auf. Forscherkammer, so. Mein Gott. So. Da hinten ist auch noch was. Warum habe ich denn alles schon? Warum habe ich denn alles schon? Oh Gott. Ich wollte da noch ausweichen. So. Uah. Kannst du es wagen? So, komm her. Ding, 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 ding. So, Lea, komm mal her. Verrotteter Knochen, ja. What? Ach ja, Luftsprung, genau. Hat ja Lea. Warum? Hier rum. So, klar was. Naja. Werde ich wahrscheinlich offscreen alles machen. Irgendwie bringt es das hier nicht so. Die weigern sich hier beklaut zu werden. Mein Gott. So, sehr schön. Leia. Mein Gott, wie viel Geld. Illusionsblitz. Sehr schön. So, habe ich zwar wieder letztens ein bisschen geändert, aber ich kann da wieder gucken. Ausdauer, mehr KP, ja. Mondspielung und so, ja. Wasserschwung, ja. Verstärkung, ja. Die anderen lernen sowieso offscreen, mehr oder weniger was. Und offscreen tue ich nichts lernen, aber die sind nicht in der Truppe, deswegen tun sie mehr oder weniger offscreen was lernen. So, so ist richtig. So. Alles klar. Dann. Ich weiß, finde. Aber ich kann da nicht mehr jetzt zurück, also. Muss ich es jetzt finden? Obwohl das wahrscheinlich genau die gleichen Gegenstände sind. Aber naja, Elementerz und so, ne? Sicher sind hier keine, ne? Aber bitte sagt mir nicht, hier kommt noch irgendwo ein Boss. Welten, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Ich war in Panik. Town and its residents both appear exactly as they do in our world. The only difference is that no one seems to be aware of Risa Maxia's existence. But outside of that, everyone seems to be living the exact same lives. The same earth, the same ocean, the same sky. Luger, if you destroy this dimension, doesn't that mean... Nein, tut es nicht. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Leia. Jeder darin wird sterben. Ja, was bedeutet es nun mal? We'd be killing millions of people. Don't make it into such a big deal. This place isn't even supposed to exist. It fractured off our own dimension. We're just setting things right. Yeah, but still. If you let sentiment sway you, you'll never be able to get the job done. Well, I guess you're more of an adult than I am. You didn't need to provoke her like that. I think I kind of did. Someone needs to be the bad guy, and I've had more practice than most. After all, it wouldn't be fair to let poor Luger take all the heat for this. Thanks. Dankeschön, glaube ich. Ja, zum Glück haben wir ein A auf unserer Seite. Wie darf ich das jetzt verstehen? Nom 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 nom. Geh weg, ich habe genug mit euch gekämpft. Ich habe schon offscreen gegen diese Viecher hier oft genug gekämpft. Meinen ganzen Trainingssession hier. Ohne Alliumkugeln! Was zum Teufel? Wie weit bist du mir gefolgt? Gibt's das eigentlich hier noch? Oh, das macht mich voll wütend! Was willst du denn? Aufs Maul! Ob ich die so an mich heranziehe? Verdammt! Ah.
Ah, er will mich nicht holen. Naja, okay, gut. Ja. Mein Gott. Habe ich denn keine anderen Attacken noch? Schau was. Sehr schön. So. Nium schon wieder Link Charge. Oder Wind Charge. Ich glaube Wind Charge, ne? Sehr schön. Und du hast Wasserschwung, sehr schön. Mehr bekannte Attacken wieder. Ja, wah! Fertigkeit erlernt, was für eine Ausdauer, sehr schön. Stimmt. Ja, gut. Jetzt mal die ganzen Startdinger. Jetzt gerade du stärker bist als früher. Du bist ja auch schon ein Jahr oder so vergangen. Ja, ein Jahr. Jetzt zwar auch ein Rätsel, wie du deine ganzen starken Techniken und so verlernen konntest, aber naja. Wenn ich nur daran denke, was du früher alles konntest. Hättest du die ganzen Gegner hier mit einem Schlag fertig gemacht, aber jetzt? Wie das sein konnte, wer kann es mir erklären? Wow, 20 Stück, was? So, Leia und Elise haben eine Fertigkeit erlernt, sehr schön. Geiststärken und Zauberer, okay. Nehmen wir das mal lieber. Wahrscheinlichkeit, die TP und KP zu erhöhen, das ist nicht schlecht. So, war ja nicht gerade irgendwo ein Loch. Wenn ich mich nicht irre, oder habe ich mir nur eingebildet? Ah, hier. Boah, da kannst du ja gar nichts sehen, ey. Ein Silberhut, sehr schön. Warte mal, du hast doch noch nichts Neues. Wow. Ich bin echt nicht aktuell mit den ganzen Ausrüstungen. So. Ich weiß, es ist sehr spannend hier zu sehen, wie ich als Plünder. Irgendeiner muss es ja tun. Ich möchte nicht hier durchwaschen, okay? So, das erste Mal für mich. Geh weg, geh weg. Ma, warte mal, Apfelgummi. Ja. Sehr schön. Komischerweise von den Items, von denen ich schon ganz viel habe, oh, sind leider nie Questanfragen von verfügbar. Aber egal, für die ganzen Anfertigungen und so, das wird schon reichen, ne? Hat er gesehen, ich kann mir locker hier leisten. Ich wusste nur, dass ich irgendwann hier so ein Boss kommt oder so und ich dann hier nochmal alles abgrasen muss. Oh, nochmal ein Apfelgummi. Ludgar. Mitnehmen. So, mitnehmen, mitnehmen. Danke. Was? Roselius-Straße? Achso, dahinter ist das, genau. Ich erinnere mich. Ja, gut, haben wir in dieser Folge nicht viel erreicht, finde ich jetzt. Ich wollte das hier eigentlich nehmen, danke. Ma! Leck mich an. Aua! Und Bam! Sie voll schmerzhaft ausmachen. Du denn? Sehr schön. Sehr stylisch. Das war der kranke Kombo, ey. So, du. Sehr schön. I'm awesome. Na, no, und wir haben nichts mehr zu essen. Boah. Was ist hier? Mein Sandwich. Ich meine, warum nicht?
Ist ein Loch, sehr schön. Mein Gott, wie nichts passiert wieder, ne? Wir sind gleich hier in der Dingens, eine Forschungsanlage wieder. Und da ist gerade irgendwas aufgetaucht. Ich glaube, meine Katze, ne? Jo. Heilige Asche. Sehr schön. Ich hoffe, die Bezahlung stimmt hier nach dem erledigten Job. Weil ich habe gar nichts wieder. 4000. Mein Gott, warum kriege ich denn die ganze Zeit Gerichte hier? So, tun wir jetzt ein bisschen schlampiger hier durchrennen. Eine neue Fertigkeit. Ach, der ist gar nicht mehr dabei. Boah. Nein! Nein! Ei, ei, ei. Ah. Baum, was? Okay, das letzte Mal, als ich in der Splitterdimension war und diesen Ort da betreten habe, ist das nicht gut ausgegangen. Hoffen wir, dass das jetzt nicht wieder der Fall ist. Ne? Okay, okay, okay. So, Rainer. Warte mal, kann ich nicht auch einfach mit R3 hier durchrennen? Aber hier passiert was anscheinend. Oder auch nicht. Ne, anscheinend nicht. Hi. Na? Gib mir Zeugs. Brauche ich nicht? Okay. Ich kann jetzt hier Sachen erstellen. Ein Hammer benutze ich nicht so oft. Will lieber hier einen neuen Knarren haben. Warte mal, Dingens. Nein, ich möchte nicht schon wieder Geld ausgeben. Muss ich jetzt hier auch alles nochmal neu erkunden? Was? Ich bin doch nur einmal hier. Ach man, wenn jetzt hier die ganzen Chats auch neu sind, ne, dann... Oh. Das wird mich ein bisschen nerven. Das ist jetzt nicht so Let's Play gerecht dann. Also bitte lass dich hier. Ich auch nicht. These fractured dimensions are still a real pain. Ja. So, hier darf ich auch wieder alles erkunden, ernsthaft. Ich gehe jetzt nicht noch mal den ganzen Turm da hoch hier. Also ich sehe noch keine Schatztruhe, also neu generiert. Deswegen hoffe ich, dass da nichts Neues aufgetaucht ist. Naja, gehe ich wieder da hoch und erwartet schon wieder Volt auf mich. Das wäre ja noch schöner. Eine Art verbessert. Aber ich muss mal gucken. Was sterbenslangweilig, aber egal. Na. Okay. Scheint nicht neu generiert zu sein. Also hoffe ich, dass das richtig ist. So, Volt. Jetzt Volt hier auf mich wartet, ne? Haben wir hier eigentlich schon mal irgendwie was gemacht oder so? Okay, dann gehe ich einfach mal dahin, wo ich hin muss. Ist hier noch keine Beutegegenstände oder so gesehen. Also glaube ich, die tun auch nicht neu respawnen. Ist irgendwie gut. So. Dann raus hier. Gehen wir direkt zur Roselle-Höhenstraße. Da sollten wir, glaube ich, hin, ne? Und wenn die ganzen Schatztruhen wieder aufgetaucht werden, dann hätte ich die Krise bekommen, ey. Aber die Elementärzte, die können ruhig wieder auftauchen, weil da habe ich nichts gegen. Die kann ich aber gebrauchen. Ich glaube, da war das, ne? Nö. Elementärz. Oh, rechts. Ja, genau, rechts war das. Das war da rechts. So. Na, egal. Südlicher Bereich. So. Waren wir hier überhaupt schon mal? Ich glaube ja, ne? So, lass mich nochmal hier speichern, bitte.
Aber weiß ja nie, was passieren kann. Weil der richtig um oder so und dann kommt ein Volt irgendwie so um die Ecke. Aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt hier mal bei 20 Minuten. Oder? Ja, okay, lassen wir es hier erstmal. Wenn jetzt hier irgendwie was passiert, dann wird die Folge wieder zu lang und... Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.